Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Cray und heute werde ich dir zeigen, wie du einen realistischen 3D-Schatten in Photoshop erstellst und wie du diesen Schatten auch noch verfeinerst und an den Untergrund anpasst. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Viel Spaß! Bevor es jetzt losgeht, noch eine kleine Information für dich. Du findest in der Infobox zwei Bilder zum Runterladen und wenn du das Tutorial Schritt für Schritt mitmachen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, schau einfach mal in der Infobox nach, lade die Bilder runter und dann kann es losgehen. Ich habe jetzt beide Bilder geöffnet. Das eine Bild heißt Berge und das ist dann unser Hintergrund und das andere Bild heißt Freigestellt. Das ist bei mir jetzt eine PSD, weil ich das Bild jetzt gerade freigestellt habe. Und ihr habt dann einen PNG, eine fertige PNG und ihr müsst dann hier nichts mehr weiter machen. Ihr öffnet das Bild in Photoshop und dann schiebt ihr das einfach hier rüber per Drag and Drop auf den Hintergrund. Und jetzt werden wir das Bild noch ein bisschen kleiner machen. Wir drücken jetzt Command bzw. Steuerung T, je nachdem, was ihr jetzt für ein System habt, Mac oder Windows. Dann drücke ich jetzt die Shift-Taste und es kann sein, dass die Transformation bei euch ein bisschen anders funktioniert, weil ich habe die klassische Variante eingestellt in Photoshop. Und dann ziehe ich das Bild ein bisschen kleiner und mit den Pfeiltasten kann ich das Bild nach links und nach oben und nach rechts schieben. So, jetzt werde ich das Bild noch ein bisschen drehen, weil ich stehe ein bisschen schief da. Und wenn es mir so gefällt, dann drücke ich jetzt Enter. Und jetzt müssen wir uns den Schatten widmen. Also ich werde jetzt erstmal die freigestellte Ebene, werde ich jetzt erstmal kopieren. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ebene duplizieren. Und die Ebene nennen wir dann 3D-Schatten. So, die ziehen wir jetzt hier unter die freigestellte Ebene. Und jetzt klicken wir auf den 3D-Schatten, der noch kein 3D-Schatten ist, aber der heißt halt nun mal so. Und dann gehen wir unten auf Neue 3D-Extrusion aus ausgewählter Ebene. Und wenn ihr die Funktion zum ersten Mal benutzt, kann es sein, dass jetzt Photoshop euch eine Frage stellt, ob der Arbeitsbereich geändert werden soll oder nicht. Und hier kann ich euch nur empfehlen, lasst den Arbeitsbereich so wie er ist, weil sonst kann es passieren, dass ein paar Tools einfach dann rausgestrichen werden, nicht vorhanden sind und dann sucht ihr euch dann später dumm und dämlich. Und wir brauchen definitiv ein paar Tools, die in dem anderen Arbeitsbereich nicht drin gewesen wären. Und deswegen lassen wir alles so wie es ist und machen jetzt einfach weiter. In dieser Ansicht können wir jetzt den 3D-Schatten bearbeiten. Und Photoshop hat jetzt automatisch auch ein 3D-Objekt erstellt. Und wenn wir jetzt hier einfach mal reinklicken und nach oben, nach unten das Ganze bewegen, dann sehen wir den 3D-Körper auch. Ich drücke jetzt wieder Steuerung Z bzw. Command Z, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Wir können das eigentlich alles so lassen, wie es eigentlich jetzt hier ist, weil Photoshop das automatisch schon alles richtig einstellt. Aber sollte mal der Fluchtpunkt nicht stimmen, können wir hier drüben auf den Kreis einfach draufdrücken und dann können wir den Fluchtpunkt hier verändern. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich setze ihn jetzt ein bisschen höher. Und dann gehen wir als nächstes hier auf das Einstellungssymbol, klicken da einfach mal kurz drauf. Weil jetzt müssen wir das 3D-Objekt einfach entfernen, weil wir brauchen nicht das 3D-Objekt, wir brauchen nur den Schatten. Und deswegen klicken wir jetzt hier auf Unsichtbar. Und damit der 3D-Körper, der jetzt nur unsichtbar ist, nicht den Schatten irgendwie beeinflusst, drücken wir jetzt noch auf Empfängt Schatten. Und dann sehen wir, wie der Schatten hier unten gefüllt wurde. Und jetzt haben wir nur den reinen Schatten. Ich drehe den Körper jetzt mal. Ja, den sehen wir jetzt nicht mehr. Und der beeinflusst auch den Schatten jetzt nicht mehr. Jetzt können wir hier die Extrusionstiefe noch einstellen, also die Dicke von dem 3D-Körper. Und hier stelle ich jetzt einfach mal auf 0 Pixel. Und wenn wir jetzt hier auf 0 Pixel einstellen, dann ist der 3D-Schatten ziemlich filigran. Ich würde euch empfehlen, macht ihn ein kleines bisschen dicker. Vielleicht so 7 Pixel. Es kann sein, dass bei Windows Zentimeter dastehen. Ja. Und als nächstes gehen wir jetzt auf die Ebene gerichtetes Licht. Und hier können wir jetzt mit der Kugel den Schatten verändern. Und dadurch, dass die Sonne ziemlich weit oben steht, ist der Schatten auch relativ kurz. Und ich werde ihn jetzt so einstellen. Und wichtig ist, dass alle beide Füße einen Schatten haben müssen. Also unter dem Fuß muss ein Schatten sein, weil sonst sieht es so aus, als wäre der Fuß hier vorn in der Luft. Den verschieben wir jetzt, indem wir jetzt hier auf Dollyfahrt den Cursor so ein bisschen bewegen. So können wir das auf jeden Fall lassen.
Wir können nachher den Schatten immer noch ein bisschen verschieben, das wäre jetzt nicht das Problem. Versucht immer den Schatten bestmöglich abzuschätzen. Wenn die Sonne ziemlich weit oben steht, dann habt ihr natürlich einen sehr kurzen Schatten und der ist auch sehr, sehr markant und nicht weich auslaufend. Kommt die Sonne aber so eher so im Horizontbereich, eher weiter unten, ziemlich flach, von der linken Seite zum Beispiel, dann habt ihr einen sehr langen Schatten, der auch weich ausläuft. Na, Photoshop errechnet diese Weichheit, diese auslaufende Weichheit, wenn man das so bezeichnen kann, sehr, sehr gut. Ja, und deswegen ist das 3D-Rendern auch sehr, sehr wichtig dann später. Und versucht es wirklich sehr realistisch abzuschätzen, weil sonst kann es passieren, dass das Ganze einfach nicht echt wirkt. Und damit der Schatten jetzt nicht so scharf ist, werden wir jetzt hier wieder auf die Einstellung klicken. Und jetzt können wir hier die Weichheit einstellen. Es reicht eigentlich, wenn wir jetzt hier auf 2% bzw. 3% einstellen. Das ist eigentlich so in Ordnung. Und dann gehen wir als nächstes auf das Feld Umgebung. Und hier können wir das Umgebungslicht einstellen. Und das Umgebungslicht können wir hier erstmal deaktivieren, weil wir das hier gar nicht brauchen. Was wir aber brauchen, ist hier die Schattenfarbe. Was ganz wichtig ist, wenn wir einen realistischen Schatten erstellen wollen, ist die Schattenfarbe. Ein Schatten ist niemals schwarz, deswegen versucht immer eine Farbe einzustellen. Und letztendlich können wir hier mit der Pipette uns eine Farbe raussuchen und das ist jetzt kein Hexenwerk. Ne? Ich nehme jetzt hier einfach so eine rötliche Farbe auf. Ne? Wir können dann die Farbe noch ein bisschen justieren, ein bisschen dunkler machen. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon. Wir klicken jetzt hier auf OK. Und dann haben wir einen noch recht einfachen Schatten. Ja, der ist an sich schon mal so korrekt, aber wir müssen noch ein paar Feinheiten einstellen. Als nächstes gehen wir jetzt hier wieder zurück auf Ebene und dann sind wir mit dem 3D-Schatten eigentlich soweit fertig. Wir gehen jetzt hier auf den 3D-Schatten, machen einen Rechtsklick drauf und dann gehen wir hier auf 3D-Ebene rendern. Nicht wundern, das 3D-Rendern dauert jetzt eine halbe Ewigkeit. Habt ihr jetzt ein MacBook oder irgendeinen anderen Laptop, dann kann es schon sein, dass es so 10 bis 15 Minuten dauert. Habt ihr aber einen sehr guten neuen Rechner, dann dauert das eigentlich 5 Minuten und nicht länger. Aber ihr könnt das mittendrin auch abbrechen, indem ihr einfach auf Escape drückt. Ihr seht ja selber, wenn der Schatten fertig ist. Und ich werde das Ganze jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Ich denke mal, das dauert jetzt so 10, 15 Minuten bei mir. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Es war wirklich sehr, sehr quälend zuzuschauen. Das MacBook hatte tatsächlich über 20 Minuten gebraucht, um das Ganze zu rendern. War wirklich jetzt sehr lange. Am Rechner dauert das vielleicht 4-5 Minuten, nicht länger. Wenn ihr jetzt nicht so viel Geduld habt, ja, geht einfach auf Filter, dann geht ihr auf Weichzeichnungsfilter und geht auf Gaußscher Weichzeichner. Und dann könnt ihr den Schatten auch ohne zu rendern so ein bisschen weichzeichnen. Das reicht in der Regel auch schon. Und jetzt klicken wir auf den 3D-Schatten und gehen auf 3D-Rastern. Ja, wir haben jetzt eine freie Ebene, die jetzt keine Ressourcen verbraucht und die können wir jetzt mit den Pfeiltasten nur noch ein bisschen verschieben. Ne? Achte darauf, dass der vorderste Fuß einen Schatten hat und der hintere Fuß auch. Und jetzt zoomen wir noch ein bisschen ran, weil wir den Schatten noch ein kleines bisschen anpassen müssen. Wir wählen jetzt hier drüben das Polygonlasso aus und werden jetzt hier noch ein paar Stellen von dem Schatten entfernen. Ja, gehen jetzt hier lang. Da lang, dort lang, dann drücke ich Enter und entferne das Ganze. Wichtig ist, dass hier oben weiche Kanten eingestellt ist. Stellt ungefähr so 2-3 Pixel ein, das reicht eigentlich. So, und das sollte jetzt eigentlich genügen. Der Schatten ist jetzt relativ flach. Ne, wir müssen jetzt noch ein bisschen was einstellen. Wir gehen jetzt hier auf die 3D-Schattenebene, machen einen Rechtsklick drauf und dann gehen wir auf Füll-Optionen. Und jetzt kommt die wahre Magie, die wir jetzt hier anwenden werden, damit der Schatten möglichst realistisch ist. Wir gehen jetzt hier auf Mischoption und dann gehen wir hier unten auf diese Leiste. Ja, wir drücken jetzt die Alt-Taste und verschieben hier diesen linken Pin. Und schaut mal, was jetzt hier passiert. Der Schatten wird jetzt so ein bisschen lichtdurchlässig, also der Untergrund kommt jetzt zum Vorschein. Und wenn ihr jetzt nur den linken Pin verschiebt, dann ist es auch ein bisschen weich. Ne? Wenn ihr jetzt das ganze Ding verschiebt, dann sieht das sehr, sehr hart aus und das wollen wir nicht. Deswegen nur den linken Pin verschieben und dann kommt der Untergrund zum Vorschein. So, dann gehen wir als nächstes auf Scheinen nach außen. Ja, der Schatten braucht nämlich jetzt noch so eine ganz leichte, gesättigte Kontur. Wir stellen jetzt hier die Farbe ein. Ich nehme jetzt das, was schon drin war. Ich nehme jetzt hier so einen Weinrotton
Ja, das kann ich eigentlich so lassen, weil ich habe vorhin schon mal geübt. Deswegen ist die Farbe noch so eingestellt. Und guckt mal hier, Deckkraft 38, das lasse ich jetzt so drin. Bereich 56. Schaut mal, dass das so ähnlich aussieht wie bei mir. Und dann habt ihr hier so eine ganz leichte Kontur und der Schatten hat auch nochmal so einen leichten Rotton. Und jetzt drücke ich auf OK. Ich zoome jetzt noch so ein bisschen raus und der Schatten sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Aber wir müssen noch etwas machen, denn ein Schatten kommt niemals allein. Ein Schatten hat immer noch einen zweiten Schatten, mindestens einen zweiten Schatten. Und den müssen wir jetzt noch einfügen. Wir erstellen jetzt eine neue Ebene und die ziehen wir jetzt nach oben. Ja? Wir benennen die jetzt einfach mal um in Schatten 2. Und ich zoome noch ein bisschen ran. Jetzt nehme ich den Pinsel, nehme jetzt so einen rötlichen Farbton auf. Ja, vielleicht noch ein bisschen ins Weinrot, noch ein kleines bisschen dunkler. Dann Deckkraft 22, ganz wichtig. Und jetzt zeichne ich hier so ein kleines bisschen rein. Ja, nur so ein kleines bisschen. Und wenn wir das gemacht haben, müssen wir noch die Einstellungsebene verändern. Wir gehen jetzt hier auf die Einstellungsebenen-Option und gehen dann auf Multiplizieren. Dann sieht es noch mal ein bisschen kräftiger aus, der Schatten, lässt aber auch noch mal helle Bereiche durch. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch mal mit den 3D-Schatten. Wir gehen jetzt hier auf Multiplizieren und dann sieht das Ganze noch mal ein bisschen kontrastreicher aus. Wenn der Schatten 2 euch zu stark ist, dann können wir hier noch mal die Deckkraft ein bisschen einstellen. So, das sollte eigentlich genügen. Und jetzt zoome ich raus. Und der Schatten ist fertig. Und wenn du jetzt noch ein kleines bisschen Zeit mitgebracht hast, dann zeige ich dir jetzt auch noch, wie du das Bild vom Weißabgleich her noch ein bisschen besser bearbeitest, weil das passt nicht wirklich so richtig rein. Ich werde jetzt die Untergrundebene, also die Bergebene, werde ich jetzt duplizieren. Und ah, hier oben ist es schon. Und das benenne ich jetzt einfach mal um in WB, also für Weißabgleich. Das ist ein richtig, richtig guter Trick. Dann schiebe ich die Ebene hier oben drauf. Gehe dann auf Filter. Gehe dann auf Weichzeichnungsfilter. Gehe auf Gaußscher Weichzeichner. Und stelle jetzt, naja, 100 Pixel, 130, 140, 150. Na, noch, komm, noch ein bisschen mehr. Wir gehen jetzt hier auf ungefähr 180 Pixel. Dann klicke ich hier auf OK. Und dann drücke ich jetzt die Alt-Taste und lege dieses Bild auf die Freigestellt-Ebene drauf. Und jetzt klicke ich hier oben wieder rein in die Einstellungsebenen-Option. Ich glaube, das heißt so, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich wähle jetzt hier unten Farbton aus. Wo ist es? Genau. Nehme das hier. Die Deckkraft setze ich noch ein bisschen runter. Und jetzt können wir schon an den Schuhen erkennen, dass sie sich ein bisschen den Untergrund angepasst haben. Ja, die waren vorher sehr, sehr gelb, so grünlich-gelb. Und jetzt passt das auch zu den Steinen. Wir müssen aber noch ein kleines bisschen was machen. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Ebenenmaske. Ich zoome jetzt mal noch ein bisschen rein, weil auch die Farben abgeändert werden, die nicht abgeändert werden sollen. Ich nehme jetzt einen Pinsel, nehme die schwarze Farbe hier und entferne jetzt mal noch diesen Bereich, was er nicht ändern soll. Also das Gesicht ist immer ganz wichtig, das soll schon so bleiben. Und dann zoome ich raus. Das Bild ist jetzt so gut wie fertig. Ich werde jetzt hier noch eine Gradationskurve drauflegen. Das noch ein kleines bisschen anpassen. So. Und auch die lege ich jetzt mit der Alt-Taste auf die WB-Ebene drauf. Beziehungsweise auf die Freigestellt-Ebene. Und wenn ich das jetzt mal wegnehme, vorher, nachher, sieht das wirklich viel, viel besser aus. Das passt einfach zum Rest des Bildes. Und jetzt könnte man fast schon denken, dass das Bild so aufgenommen wurde. Klar, der Profi erkennt trotzdem, dass es eine Collage ist und dass das reingesetzt wurde, aber ich bin mehr als zufrieden mit dem Bild. Und wenn du auch mehr als zufrieden bist mit dem Bild, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schreib mir auch mal in die Kommentare, ob du irgendwelche Probleme hattest, ob du mit irgendwas nicht vorangekommen bist. Ich versuche dir auf jeden Fall zeitnah zu antworten. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Gib einen Daumen nach oben, abonniere die Glocke. Nein, also abonniere diesen Kanal. Aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. Und wir, meine Freunde, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.